Sie gucken, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zu einem kleinen Preview, bevor ich mit dem Video starte. Denn tatsächlich ist mir ein kleiner oder wahrscheinlich ein eher größerer Fehler unterlaufen. Und ich glaube, sowas ist mir echt noch nie passiert. Denn beim Transformieren von der PS3 auf den PC habe ich versehentlich 6 Parts gelöscht. Das heißt, der Part, wo wir heute anfangen werden mit diesem Video, wird überhaupt nicht der Teil sein, an dem wir letztes Mal aufgehört haben. Es sind wirklich 6 Folgen dazwischen, die ich dummerweise gelöscht habe, da ich ganz viele Videos gleichzeitig rüber formatieren wollte. Und dann hat es 6 bereits gemacht und ich habe nicht geguckt, welche es waren. Habe einfach mal die ersten 6 gelöscht, weil ich gedacht habe, es tut sie datumweise rüberladen. Und dann hat es zuerst die letzten Parts rübergeladen und das lief dann irgendwie gerade einfach ultra dumm. Ja, und das tut mir irgendwie einfach mega leid. Das ist jetzt halt immer so, ihr werdet merken, es sind einige neue Gesichter vorhanden. Also einerseits der Anführer der Blighters, mit dem wir uns gegen Starrick zusammengetan haben. Dem haben wir auch schon das eine oder andere geholfen. Ansonsten ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Halt einfach, wir haben mit Sequenz 6 abgeschlossen. Ich glaube, das habt ihr sogar noch mitgekriegt, als wir Sequenz 6 abgeschlossen haben. Und Sequenz 7 haben wir halt gestartet, ein paar Aufträge gemacht, aber wirklich viel ist halt eben nicht passiert, bis auf das, dass wir eben den Anführer der Blighters halt noch getroffen haben. Aber den werdet ihr auch noch kennenlernen in den kommenden Parts. Und ja, mehr wollte ich eigentlich nicht dazu sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Seguke, meine Freunde, und ein herzliches Hallo zum nächsten Part Assassin's Creed Syndicate. Ja, wir haben natürlich noch 2 von den Blighters übrig. Auf die können wir auch ganz offen zu rennen und sie nageln. Kampf der Giganten. Gekommen. It's. Ne, der hat mir relativ Damage gemacht, muss ich sagen. Ich habe nicht mal Medizin, das ist scheiße. Immer noch keine Medizin. Komm, einer von denen muss doch Medizin droppen. Auch nicht. Das kann doch nicht sein. Okay. Ich sehe hier einiges noch an Blighters, die noch überbleiben. Und das Coole daran ist, die meisten davon sind jeweils alleine. Haltet auch schon nach dem Ruck, Jungen. Ich bin ja auch schon bei dir. Muss keine Ausschau mehr halten. Oh lol. Was? Wie viele da einfach sind? Guck mal. Zeig mich dem ein bisschen. Komm schon. Dass der kommt. Es sind halt 2, die kommen. So konnte ich die 2 immerhin schon besiegen, bevor die anderen kommen. Die anderen, wie sehen die aus? Oder wo schauen die hin? Hier hin. Hoffe, dass die 2 aufmerksam werden. Jetzt, ja. Okay. Die werden auf jeden Fall jetzt neugierig. Und ich verkämpfe mich hier und warte auf das Attentat, das ich verüben kann, wenn die kommen. Der Level 8er ist eines weiter vorne. Das ist wunderbar. Dann kann ich das Attentat gegen ihn ausüben. Scheiße. Ich habe es wieder geschafft, einen Attentat zu machen, noch dass der Level 8er weiter vorne ist. Der Orden wird nichts, der Orden wird niedergehen. Und außerdem werden die schwarzen Ritter obsiegen, das kannst du dir... Ne, die schwarzen Ritter sind down. Die
Schwarzen Ritter haben sich aufgelöst. Trotz dessen, dass alles auf meinem Mist gewachsen ist. Naja, kann man nichts machen. Beziehungsweise man kann schon was machen. Allerdings hat es seine Gründe. Ja, auf jeden Fall dürfte da hinten noch einer sein. Genau. Also eigentlich zwei. Können wir die auch noch anlatzen? Wow! Also wie macht der? Wow! Richtig so, wow! Richtiger Spasti. Warum kill ich hier eigentlich alle? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Okay. Ich habe den durch das Attentat ja schon die Sachen eingesammelt eigentlich. Also brauche ich das nicht mehr. Kann ich hier das Schloss noch knacken? Wie sie einfach nach draußen geht. Ich verstehe es nicht. Wo kam der denn her? Na los! Aus der Verdammnis der Hölle. Ich werde wahrscheinlich auch nur noch diesen einen Part hier machen und danach war's das. In diesem Flügel dürften jetzt die meisten besiegt sein, denke ich mal. Bin mir auch noch nicht so genau sicher, wo wir durch müssen. Gucken die in meine Richtung? Nee, kann ich die Attentat machen? Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Crazy Scheiß. Bin ich das? Noch nicht so ganz. Ich habe also tatsächlich noch eine Medizin über. Ah, ich habe den durch das Attentat schon wieder die Sachen eingesammelt. Okay. Dann kommen wir hier tatsächlich höher. Das ist gut. Weil wir müssen, glaube ich, ins zweite Stockwerk, um zum Politiker zu kommen. Okay. Öffnen. Gucken, was hier drin ist. Ja, einiges. Hä, lol, wo müssen wir durch eigentlich? Hier knacke ich erstmal das Schloss. Ich hoffe, dass hier hoch geht. Nee, hier geht's raus. Das kann doch nicht sein. Wo muss ich hin? Ich habe jetzt doch fast alle gekillt. Zumindest in diesem Stockwerk. Irgendwo muss es doch eine Treppe oder sowas geben. Oder zumindest muss ich höher kommen. Wo denn nur? Der Earl of Cardinal finden. Keine Polizei. Ja, gut. Das habe ich ja schon. Ja, kann ich auch noch das Schloss knacken. Aber auch hier. The same like before. Nothing. Wie komme ich denn höher? Das ist die Frage. Und vor allem, wie sind die hier reingekommen? Ich meine, es ist ja alles abgeschlossen. Das macht irgendwie wenig Sinn. Oder sie haben alle einen Schlüssel. Das könnte natürlich auch sein. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie nach hinten oder so. Ah, ein neuer Ort gefunden. Ein neuer Gang, ein neuer Weg. Von hier aus dürfte es weitergehen. Hoffe ich mal. Nein, natürlich nicht. Wir kommen wieder raus auf den Gang. Ey, ohne Spaß, wo geht es hier weiter? Also mir kommt die Frage relativ wichtig vor, ehrlich gesagt. Geht's eh wieder raus, ja.
Ey, das kann doch nicht sein. Ich kill jetzt den Dude, der da. Hat er sich. Immer dieser Frey. Macht alles kaputt. Ich töte jetzt einfach alle, die hier noch sind. Alle Überbleibenden. Zumindest alle, die ich killen kann. Es wird sich ja nachher am Ende zeigen, ob ich sie killen darf oder nicht. Okay. Den Politiker folgen. Ja komm, dann zeig mir den Weg. Ja, steht folgen. Und jetzt? Mann, kannst du mir mal zeigen, wo wir durch müssen? Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Eberlein vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Ja, geil. Ich darf jetzt nicht sterben, das wäre so traurig. Ich werde sehr diskret. Das war noch relativ close. Schon gegen viel mehr Polizisten auf einmal gewonnen. Man kann das hier sicher nicht einfach hier mich nicht überwältigen lassen von diesen paar Polizisten. Also das mit dem keine Polizisten töten, das ist schon mal, naja, hat schon mal nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich machen muss, wenn ich ehrlich bin. Ich muss ja, also klar, ich muss zum Dings, zu diesem Typ gehen. Zu diesem Barbut. Aber, das ist dem Earl of Cardinal, natürlich, ne. Aber wo? Deine Polizistenfreunde sind schon down. Du dürftest mir... LOL! Kann doch nicht sein. Viele von denen ist ein Polizisten gibt es noch. Komm, komm. Get down. Das schon irgendwie hin. Mann. Selber schuld. Ich wollte euch nichts tun. Jetzt muss ich hier hin. Zu die. Stehlen. Hey, lol. Versteh's überhaupt nicht mehr. Und jetzt? Was jetzt? Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Der läuft mir nach, alles klar. Hm. Lord Cardinals Passwort stehen. Ja, aber wie komme ich zu dem? Das ist hier die Frage. Ich verstehe nicht genau, wo ich hin muss, um zu ihm zu gelangen. Hier tue ich wohl? Dieser Gang sieht schon richtig... Da! Okay. Hier ist ein Ort, wo ich noch nicht war. Warum gibt es hier so viele von denen? Wahrscheinlich, weil das deren Unterschlupf ist. Konzentrier dich!
fuck mich allmählich echt ab. Gegen euch zu fighten. Ich habe schon genug von euch eliminiert. Wir sind jetzt schon bei 13 Minuten. Okay, komm, get him down. So, it's. Nee, so it's war es dann auch nicht. Entfernung zum Ziel verringern. Ich brauche nur Medizin. Das wäre nice. Okay, ich muss kurz hier nach draußen. So, ab hier dürfte ich Regeneration können. Okay. Ich werde diese Folge jetzt an dieser Stelle sowieso beenden. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.